Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evo Aces. Im letzten Part haben wir wieder ein paar, ja, Missionen angenommen von unserem lieben Gefolge. Die komplette große Straße ist somit ein bisschen aufgeräumt, sage ich jetzt mal. Keiner hat mehr irgendeine Bitte an uns, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Und wir können gleich mal weitermachen im neuen Bereich. Die Handwerkskarte war es, glaube ich, wo wir voll haben. Also eine Karte haben wir auf jeden Fall auch wieder voll. Ah, da haben wir doch schon wieder jemanden. Kills, wunderbar. Ein Stempel können wir auch gleich holen, wunderbar. Gewandungskarte, machen wir gleich weiter. So, was willst du denn Schönes? Was kann ich denn für dich tun? Ich muss dich um etwas bitten. Würdest du für mich Kleidung ausliefern? Ich muss mich um meinen Laden kümmern und deswegen kann ich nicht selbst gehen. Du müsstest zur Siedlung der Serka in den Dünen von Bahara. Sag einfach meinen Namen, dann siehst du, zu wem du musst. Okay. Ich muss zu Luz. Okay. Krieg wieder 2000, Alter. Die klatschen mich hier gerade mit Taujuwelen zu. So, Zauberspruch. Nee, Zaubersprung, nicht Spruch. Und ab in die Siedlung der Serka. Und dann sollte ich vielleicht auch mal schlafen. Oder einfach automatisch den Bazar aktivieren. Könnte ich auch mal machen. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Weil ich weiß... Ach, wir gehen jetzt erstmal zur Siedlung der Serka. Wenn ich sie finde. Enet. Da, Siedlung der Serka. Ich mag die Serka. Ich mag alle. Ich mag die Serka, die Venet, die Uret. Ich mag die alle. Und die Sprösslinge. Ich mag alle vier. So. Wer will hier was? Da haben wir doch schon einen Sprössling. Ja, du bringst also die Kleidung anstelle von Silas? Danke. Die Kleidung, die ich noch seit der Rebellion trage, ist nämlich inzwischen ziemlich zerschlissen. Du meinst die französische Revolution oder die polnische? Damals, wo Chopin abgehauen ist? Du musst wissen, weit weg von hier gibt es eine bunt zusammengewürfelte kleine Siedlung. Da kommen Silas und ich her. Aber im Moment herrscht dort Krieg. Zusammen mit ein paar Freiwilligen bin ich in den Kampf gezogen, um uns alle wieder zu einen, aber... mir schwindlig. Ich glaube, soll ich besser nach Hause gehen. Grüß Silas von mir. Tschüss. Und du lässt sie jetzt einfach gehen, wenn ihr schwindlig ist. Okay. Ich könnte gleich ja mal, wenn ich jetzt eh schon hier bin in der Siedlung des Serka, eine neue Feinkost-Bazar-Karte holen. Was ist denn das? Was ist ein Prunk-Bazar? Okay, das will ich machen. Prunkbazar, das klingt richtig, richtig cool. Ein Prunkbazar, okay. Wollen wir dann noch schauen. So, Bitterobststück. Holen wir uns mal ein paar. So. Paderwolle. Kann ich eigentlich herstellen, weil ich habe mehr als genug Nickelbüschel. So. Wunderbar. Glücksknäuel. Ich habe mehr als genug Paderwolle. So. Kraftschuppen habe ich mehr als genug. Da habe ich alles mehr als genug. Käferkiefer, so. Okay. Wunderbar. Ein Prunkbazar. Es könnte jetzt ein Bazar sein, wo vielleicht alles macht. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Das werden wir aber bald herausfinden. Jetzt will ich auf jeden Fall erst einmal den Bazar vom...
Handwerk. Handwerksbazar. Will ich jetzt natürlich erstmal abhalten. So, erst einmal hier lang. Und gleich mal sagen, hey, wir sind übrigens fertig. Mission ist erfüllt. Dann sollten wir eh schlafen und durch den Handwerksbazar fängt eh ein neuer Tag an und ich krieg eh eine Nachricht und dann passt das alles schon. Du musst jetzt warten, Schatz. Ich bin gerade beim Aufnehmen, ich kann jetzt nicht mit dir schreiben. Ah, sieht so aus, als hättest du los die Klamotten gebracht. Und? Wie ging's ihr? Sie hat gesagt, sie sei schwindelig ins Heim gegangen. Na, ja, hört sich nicht gut an. Vielleicht muss ich dich irgendwann noch einmal um einen ähnlichen Gefallen bitten. Ich hoffe, du hilfst mir dann auch wieder. Jetzt kriegst du jedenfalls deine Belohnung. 2000 Taujuwelen, wunderbarigst! Und die Aufgabe ist erfüllt! Wunderbar! Was übrigens? Wer hat übrigens geschrieben? Ja. Habe ich mir gedacht, du musst jetzt einfach kurz warten. Und der Sternenrang ist gestiegen. Wunderbarigst. Ich mag das Wort wunderbarigst irgendwie. Ich weiß nicht mal, wie ich auf das Wort gekommen bin. Keine Ahnung. Aber ich mag es. So, ah, da kann man gleich mal Stempel machen. Hier, Prunk. Drauf da. Was auch immer ein Prunkbazar ist. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ich habe vor kurzem einen Kringel, hab vor, einen Kringel zu backen, der so unglaublich lecker ist, dass alle meine Kunden sich in mich verlieben. Aber du musst mir mit den Zutaten helfen. Konkret hätte ich gerne eine Erdnuss aus dem Garten. Ging das? Hab ich. Sollte ich eigentlich mehr als genug haben. Kannst du haben. So, bitteschön. Ja, danke. Oh, ich kann die Kringel fast schon schmecken. Es wird so lecker. Ich wünsche, mein Prinz könnte sie auch probieren. Wo er wohl gerade ist, was er wohl gerade macht. Ja, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Aber keine Sorge, deine Belohnung habe ich nicht vergessen. Polstersamen. Schön, guti. Und Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und der Sternenrang ist gestiegen. Knusperkringel. Lecker. Guti. So, machen wir gleich mal mit Gürtel weiter. Ja, ja, du lässt mich auch auf die besuchen. Ja. Ja, du willst also meinen Gürtel spüren, ja? Du willst einen Stempel, ja, den kannst du auch haben. Ja, ja, aber was willst du noch? Also willst du mit mir reden? Oh, ich hab da mal einiges für dich. Ja. Ja, ja, ich werde ein kühles Projekt in Angriff nehmen, ja? Den schönsten Gürtel aus dem ungewöhnlichsten Material zu fertigen. Muss schockieren und auch kleidsam sein. Also viel meine waren auf die Zähne einer Tierschlange. Ja, gewagt, nicht wahr? Ja, meine Vision hat nur einen Haken. Ein Kreuz hat sie auch dran. Ich muss dazu zum Dünenriss und als dieser Biester besiegen. Hilfst du mir dabei, die Modegeschichte einzugehen? Also bitte vorm schönsten Gürtel. Okay. Ich mag dein Tier. Ich mag alleine die Stimme, die ich ihm gegeben habe. Okay, kurzer Zaubersprung. Wir machen jetzt ganz kurz zwischendrin rein in den Bazar. Damit es mal wieder Tag ist. Willst du einen Handwerksbazar abmachen? Alphalten? Yo. Will ich. Und schon wieder ist diese wunderschöne Bazar-Musik. Ich mag sie sehr. 241 Besucher. Sehr schön. Zwei Wenet, die dürfen gleich mal hier in die Oase einziehen. Der beste Trommeln von Sekina. Hast du gut gemacht.
8133, sehr schön, so nicht coole. Ich bin schon sehr gespannt, was dieser Prunkbasar ist. So. Eine Kupferblüte. Irgendwie ist das ein klassisches Geschenk. Ach, es würde da doch gar nicht Tag, stimmt. Es fängt ein neuer Tag an, aber da geht er den ganzen Tag, der Basar. Stimmt, da war was. Dann geh mal kurz mal schlafen. Dass wir unter Tags arbeiten. Ja, wunderbar. Expeditionsteam ist auch zurückgekehrt. Zurück zum Brunnenplatz. Kann's gleich weitergehen. So. Hi, ich will mal kurz ein bisschen Material zuteilen. Das kann ich gerade nicht, aber vielleicht schon bald. Alter, schau das mal an, wie die mich leer gekauft haben. Ich finde das immer wieder so toll. Ich habe keine Linsen. Ich brauche Linsen. Ich brauche dringend Linsen. Und ich brauche Kakteenwolle. Ich brauche viel Zeug. So, die geben mir dann eh alle wieder einen Fettstempel oder so, keine Ahnung. Ich brauche wieder Kornfruchtfleisch. Gut, aber Kornfruchtfleisch brauche ich irgendwie immer, weil, ja. Ich finde es halt nur so in raren Mengen. Oh, ich brauche dringend Kakteenwolle. So. Ey. Das sind die Wildfangzwiebeln, genau. So. Was habe ich denn für eine Auszeichnung? Steinschilde. Nehmer. Okay. Erstmal hier Expedition. Oh, alle zurück, schön. Alle sind zurück. So, ich schicke jetzt alle auf Materialjagd. So. Einmal so. Kriege ich da Fruchtfleisch? Nee, keine Kakteenwolle. Egal. So. Team Mischaret ist auch zurück. Wunderbarigst. Wieder schön viel Zeug bekommen. So, Kareali Wipfelmeer. Auch nichts dabei, aber egal. Weg damit. Und der nächste. So, wo geht ihr hin? Sollt ihr nochmal dahin gehen? Oder sollt ihr hier hin? Ihr geht es einfach hier. So. Ihr dürft's wieder zum Krug von Ilmar. Na, da sollt ihr schon hin. Material auch. Und weg mit euch. So. Und die Dünen von Bahar. Wunderbar, Rix. Dann wäre das doch schon mal alles erledigt. So, alles mitnehmen. Wunderbar. So, kurzer Zaubersprung in den Garten, damit ich das Zeug kurz ernten kann. Und ich muss Linsen noch aussehen, fällt mir gerade ein. Ich muss dringend Linsen noch aussehen. Ah, da haben wir schon mal Erbsen, wunderbar.
Sehr schön. Ah, ja, da haben wir die Wildfangzwiebeln. Sehr schön. Alles das, was ich brauche. Perfekt. So, hey. Okay, zack, du hast die Zwiebelsaat, bei dir ist alles okay. Du hast die Erbsensaat, die brauche ich auch. Dann kriegst du die Linsensaat. Ja. Saat geben. So, bitteschön. Ja. Okay. Wunderbar, Rix. Dann haben wir das jetzt alles mal erledigt. So, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich mal weiter. Wir haben ja noch ganz kurz Zeit. Nicht mehr lange, aber ganz kurz noch. Achso, halt, das ist ja gleich da unten, sehe ich gerade. Na, dann rennen wir da doch gleich mal hin. Ist ja gleich da unten. Da sind wir ja gleich. So, weil dann ist nämlich der Part auch schon wieder vorbei. Dann haben wir schon mal sehr viel geschafft. Wir haben wieder viele, viele Bitten vom Gefolge erfüllt. Und unseren Leuten geht es natürlich immer besser. Das ist schön. Der Sternrang steigt und steigt und steigt. Das ist alles wunderbar. Mischen Fruchtfleisch. Wunderbar. So. Hi. Und zack. Und rein da. Und... Ah, hi. Oh, Level 16 ist ja nix. Ja, Mann. Ah, da ist ja die zweite. Ich habe mich schon gewundert, wo ist die zweite? Super Saiyajin Hyper Genkidama Kaioken Modus. Yeah. Die erste ist besiegt. Und tschüss, Mann. Yeah, schön viel Schaden machen. Und jetzt stirb. Sehr schön. Wunderbarigst. Ja, sieh sich einer diese herrlichen Ziele an. Diese Form, herrlich. Dann kann ich einen wunderbaren Gürtel machen. Okay. Gehen wir gleich mal wieder. So, kein Level-Up für 90, schade. Aber natürlich kein Problem. So, was verkaufst du mir denn? Verkaufst du mir irgendwas Nettes, irgendwas Cooles, was irgendwie, weiß ich nicht, was irgendwie sexy ist? Nö. Okay, dann gehe ich halt wieder. Ach halt, ich kann ja bei dir noch tauschen. Prismenwolle brauche ich nicht. Seesternträne brauche ich eigentlich auch nicht. Also ich wüsste jetzt nichts, wofür ich es brauche. Okay, ne. Hätte das sein können, dass ich vielleicht irgendwie Kakteenwolle oder so damit eintauschen kann. Wer weiß. Wer weiß. Wäre cool gewesen. Oder Kornfruchtfleisch. Wäre auch cool gewesen. Hey. So. Muss ich mal wieder langsam bei allen Läden wieder durchgehen und schauen, ob mir... Wer mir da einen Stempel geben will.
Mit diesem Material werde ich mir wohl den ersten Gürtel fertigen, den die Welt je gesehen hat. Es wird nämlich mein Meisterstück. So verkaufen wäre viel zu schade. Ich weiß, ich stelle den Laden aus. Ohne dich war mein Traum niemals in Erfüllung. Er war immer in weiter Ferne. Hier, nimm das als Belohnung. Ein Faulmantel. Sehr schön. Und die Aufgabe ist somit erfüllt. Ja, ausgezeichnet. Ja, meine Aufgabe ist erfüllt. Ja. Und der Sternenrang ist gestiegen. Ja, mein Sternenrang. Das ist mein Sternenrang. Ja, meiner. Der schönste Sternenrang überhaupt. Ich mag ein Tier. So. Wunderbar. Und ich würde mal sagen, wir haben aber einige bitten. Haben wir beim nächsten Mal wieder einiges zu tun. Und ich würde mal sagen, dann beim nächsten Mal schauen wir uns das alles mal an, was die alle noch von uns wollen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Evo Aces für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.